geehrter Herr Budenz, sehr geehrter geschätzter Minister Groschek, sehr geehrter Herr Regierungspräsident, liebe Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, zum Landtag von NRW, Herr Bürgermeister, erster Kreisrat, hochgestellte Persönlichkeit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Ruhrgebiet ist die Herzkammer der deutschen Industrie. Wo Industrie ist, wo Gewerbe ist, braucht man Güterverkehr und Logistik. Güterverkehr und Logistik braucht man, um funktionieren zu können, eine gute Infrastruktur. Einmal natürlich, um die Waren aus den Werken herauszubringen, die Rohstoffe, die Halbfertigprodukte in die Werke hinein. Und auf der anderen Seite müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Arbeitsstelle kommen und nach getaner Arbeit wieder nach Hause. Und natürlich ist das Ruhrgebiet eines der dicht besiedelten Ballungsräume in Europa. Und deswegen gibt es hier ein sehr hohes Verkehrsaufkommen. Und da hat man vor vielen Jahren überlegt, wie können wir angesichts der doch deutlich steigenden Mengen, einerseits im Individualverkehr, also das, was wir alle so privat fahren, andererseits aber vor allem im Güterverkehr und Logistik, wo eine sehr starke Zunahme des Lkw-Verkehrs zu verzeichnen ist, trotz aller Verlagerungstendenzen auf die Schiene und die Wasserstraße, nimmt übrigens in der Zukunft der Lkw-Verkehr weiter sehr stark zu. Wie können wir das Problem lösen? Da hat man die kluge Idee gehabt und hat gesagt, als allererstes Mal müssen wir das Ruhrgebietsdreieck ausbauen. A1, A2, A3. Um das ganze Ruhrgebiet herum erstmal eine leistungsfähige Straßeninfrastruktur auf der Autobahn wieder bereitzustellen. Und dann hat man begonnen, als das soweit war, die letzten 6 Kilometer sind noch im Bau, aber im Grunde ist das fertig, hat man angefangen, die Ost-West-Verbindung oder West-Ost-Verbindung, wie immer Sie auch wollen, dann auszubauen. Dabei sind wir mit großem Engagement und ich bin sehr dankbar, dass wir, Herr Minister, mit Ihrer Abteilung der Straßen NRW sehr gut zurechtkommen und wir beide gemeinsam uns freuen, ja laufend, wenn wir uns treffen, entweder einen Spaten zu setzen oder ein Trassenband durchzuschneiden, weil entweder ein neues Projekt begonnen wird oder ein anderes Projekt fertig geworden ist. Und deswegen freuen sich immer alle Menschen, wenn sie uns beide im Pakt sehen, weil das ist immer irgendwie eine gute Veranstaltung. Nicht immer so gutes Wetter wie heute, aber meist auch das. Da ist es eben so, dass wir die Ost-West-West-Ost-Verbindung im Ruhrgebiet mit großem Hochdruck vorantreiben, wie Sie an vielen Maßnahmen sehen. Aber zur inneren Erschließung des Ruhrgebietes, zur besseren verkehrlichen Erschließung gehören auch die Nord-Süd-Achsen oder Süd-Nord-Achsen, auch da aus welcher Richtung sie auch immer kommen. Und um eine solche sehr bedeutende handelt es sich heute. Und deswegen ist dieser Spatenstich oder ich sage immer das Brückengeländer umreißen, was wir heute hier machen, ein Symbol dafür, dass wir jetzt beginnen, auch im Ruhrgebiet die Nord-Süd-Erschließung zu machen, also den Ausbau. Und das betrifft als allererstes die A43. Und damit Sie mal wissen, worüber wir reden, wir haben im Durchschnitt hier 93.000 Kraftfahrzeuge in 24 Stunden, teilweise sogar 100.000 Kraftfahrzeuge in 24 Stunden. Das ist eine der höchst belasteten Autobahnen in Deutschland. Damit Sie mal einen Vergleich haben, die jetzt nicht Ingenieure von Ihnen sind, die das ungefähr einschätzen können, aber die anderen, die heute hier sind. Normalerweise haben Sie eine vierstreifige Bundesautobahn bei einer Verkehrsbelastung zwischen 60.000 und 65.000 Kraftfahrzeugen in 24 Stunden. Das ist eigentlich eine Normalbelastung für eine Autobahn, die vierstreifig ausgebaut ist. Sie sehen, wir liegen hier deutlich drüber, vor allem natürlich in den Spitzen zur der Rush-Hour-Zeit. Da haben wir hier eben dann die große Stauentwicklung und wenn Sie nur einen kleinen Unfall irgendwo haben und ein LKW stehen haben, haben Sie einen Megastau oder wenn Sie eine kleine Ausbesserungsbaustelle haben, haben Sie das eben auch. Und das zeigt an, dass es hier dringend erforderlich ist, etwas zu tun und es ist in 4 Abschnitte eingeteilt, wie Sie wahrscheinlich wissen und der erste Abschnitt beginnt hier im Norden mit dem Ausbau. Wir wollen das ganze Ruhrgebiet durchziehen mit dem 6-streifigen Ausbau. Dieser Abschnitt ist hoch anspruchsvoll. Also Straßen-NRW und seine hiesige Abteilung, die haben viel Freude an der Planung. Das ist richtig anspruchsvolle Ingenieurkunst. Wir in Deutschland haben zu wenig Ingenieure. Also wenn Sie noch Sohn und Tochter oder Enkel, Enkelin haben, die noch nicht wissen, was sie machen sollen, motivieren Sie die bloß Ingenieur zu werden. Egal welche Fachrichtung. Die haben in Deutschland eine Riesenchance. Wir haben schon heute zu wenige. Aber immerhin haben wir noch so viele, dass wir jetzt mit dieser Baumaßnahme beginnen. Und das Ding hier sind etwa 7,1 Kilometer Länge und das kostet sage und schreibe 200 Millionen Euro. Das ist also schon richtig eine Hausnummer, die wir als Bund investieren und ich sage Ihnen, wir machen es sogar gerne. Weil wir eben wissen, was wir an dem Ruhrgebiet haben und weil wir wissen, dass das Ruhrgebiet eine bessere Erschließung braucht. Denn nur dann, wenn die Lkw nicht dauernd stehen, sondern rollen,
läuft die Produktion, dann haben wir in der Wertschöpfungskette große Gewinne und das messen wir dann im Bruttoinlandsprodukt, das dann letztlich steigt, weil wir viel rentabler und produktiver werden. Und deswegen müssen wir das machen. Wir bauen hier einen verdichteten Raum. Das hat besondere Herausforderungen. Natürlich einmal ökologisch, keine Frage. Aber hier ist es vor allem der Schallschutz. Und damit Sie auch da mal eine Hausnummer haben, wir werden hier rund 40 Millionen der 200 alleine für Schallschutzmaßnahmen aufwenden. 6,50 Meter hohe Wände kommen hier. Das heißt, 20% der Gesamtmaßnahme gehen alleine in den Schallschutz. Das haben wir nicht überall so, das haben wir aber hier so. Das freut sicherlich die Anwohnerinnen und Anwohner, die gegenüber dem jetzigen Zustand nach Ausbau eine deutlich bessere Situation vorfinden werden. Und das ist auch ein Symbol, und das möchte ich auch als solches verstanden wissen, fürs gesamte Ruhrgebiet. Die Menschen sollen sich freuen, wenn wir bauen. Weil wenn wir bauen, bauen wir nach dem heutigen Bundesemissionsschutzrecht. Und das ist eben ganz anders als gebaut wurde in den 60er, 70er oder sogar 80er Jahren. Und deswegen ist jede Ausbaumaßnahme, die wir machen, jede Neubaumaßnahme mit einem deutlich höheren Schallschutz für die bestehende Bevölkerung an den bestehenden Autobahnen verbunden. Deswegen sind wir in Berlin manchmal etwas verwundert, wenn wir hier so die Presse studieren, was hier so alles vorgetragen wird. Der Minister trägt uns das dann hier auf, ich habe es nicht einfach im Ruhrgebiet, sagt er. Trotz der großen Unterstützung für seine Fraktion und seine Partei, sagt er, ich habe es nicht einfach die Leute vermittelt. Deswegen nutze ich die Gelegenheit auch, um ihn da ausdrücklich zu unterstützen. Lassen Sie uns neu bauen, ausbauen, weil wir dann einen besseren Schallschutz für die Bevölkerung organisieren können. Und nun habe ich gelesen, dass es heißt, toll, dass die jetzt die beiden an die A43 kommen und da den ersten Abschnitt starten und die anderen kommen dann. Dann bräuchten wir vielleicht die 52 nicht. Vergessen Sie es. Die 52 wollen wir auch und die wollen wir auch in der vollen Ausbaubreite. Nicht, dass sich einer Gedanken macht und glaubt, jetzt können Sie klatschen. Nicht, dass sich einer noch die Gedanken macht und sagt, naja, nun machen Sie 43 schick, dann kann der Verkehr da ja drauf, dann brauchen wir die 52 nicht. Also ich muss das mal sagen, wir hatten an der 52 schon gute Kompromisse, wir müssen da wieder hinkommen. Wir stehen da auch bereit, wie ich weiß, der Minister auch, eine Lösung zu finden, um das hinzubringen. Wir brauchen beide Achsen, um das Ruhrgebiet Nord-Süd vernünftig zu erschließen. Das brauchen wir für die Wirtschaft, aber das brauchen wir auch für die Bevölkerung, für die Menschen, die hier leben. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass die Baumaßnahmen hier störungsfrei laufen, vor allem, dass keine Unfälle passieren, das ist immer das Wichtigste, weil wir ja hier unter laufendem Verkehr arbeiten, unter dem rollenden Rad, wie wir sagen, bei der Verkehrsmenge eine anspruchsvolle Baumaßnahme, das will ich nochmal deutlich betonen, auch aus dieser Sicht heraus. Ich weiß, es war ein Herzenswunsch Ihres Regierungspräsidenten. Als ich den mal traf, ich wollte von ihm eine Wasserstraße haben, brauchte ich eine Genehmigung, hat er gesagt, kannst du kriegen, aber du musst die 43 haben. Also Herr Präsident, ich melde voll zurück, jetzt kriege ich die Wasserstraße und Sie kriegen die 43. Das ist, glaube ich, ganz gut zwischen uns gelaufen, zeigt auch, dass wir sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten und das ist auch gut für die Region. Also, allzeit hier unfallfreies Bauvorhaben, unfallfreie Fahrt für die Verkehrsteilnehmer. Es wird Einschränkungen geben. Ja, es wird auch Baulärm geben. Ja, es wird auch Stau geben. Es wird auch Umleitung geben. Aber das ist immer wichtig, dass man weiß, es wird ja besser. Das ist das Robinson-Prinzip. Erstmal ein paar Fische weniger, um nachher, wenn man das letzte Mal gebaut hat, deutlich mehr fangen zu können. So machen wir das hier auch. Und deswegen bitte ich um Verständnis, dass Sie nicht, dass Sie alle mitwirken, Sie machen es ja sowieso nicht, aber Sie alle mitwirken, dass die Bevölkerung nicht die Bauarbeiter angeht. Das haben wir heute leider auf vielen Baustellen auch, sondern die machen ja nur das, was wir beauftragen. Und wenn sich Bürger beschweren, Sie alle kennen die Nummer von Herrn Goschek oder von mir, das ist unser Weingehalt drin, da sollen sich die Leute beschweren, aber nicht die Bauarbeiter, die können da nichts dafür, die machen das nur, im Auftrag ist mir wichtig zu sagen. In diesem Sinne wünsche ich dem Bauernlauf alles Gute. Ich hoffe, dass wir uns 2019 dann wiedersehen, wenn wir das Stück hier einweihen und dann gleich das nächste Stück unter Verkehr nehmen, unter Bau nehmen können spätestens, damit wir zügig dann durch das Ruhrgebiet durchkommen. In diesem Sinne alles Gute, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.